Heute sprechen wir ein bisschen über Interior. Ich wollte euch unser Esszimmer und Wohnzimmer zeigen und auch die einzelnen Stücke werde ich euch zeigen und verlinken. Ich sitze schon in unserem Esszimmer. Hinter mir steht das traumhafte Tylko-Regal. Ich glaube, ich werde es nie wieder hergeben. Es ist ein absolutes Kernstück von unserem Esszimmer, da es auf der ganzen Wand, ich zeige euch das gleich, quasi so verteilt steht. Ja, ich muss sagen, es hat schon wirklich lange gedauert, bis wir wussten, was unser Stil ist, was passt und das alles zusammengemischt haben. Wir wohnen jetzt in der Wohnung seit 2 Jahren, glaube ich. 2 Jahren wohnen wir hier. Also hier war schon mal das Ankleidezimmer drin. Dann hatten wir unser Wohnzimmer hier. Es war komplett schwarz gestrichen. Als wir uns dann entschieden haben, das nicht mehr so zu machen, musste wieder alles weiß gestrichen werden. Nur irgendwann hat man sich dann tatsächlich satt gesehen. Also wir hatten alles schwarz hier und eine grüne Samtcouch. Das hatte echt schon einen sehr speziellen grünen Look, aber aktuell bin ich super happy, dass es jetzt so hell hier ist und gefällt mir sehr, sehr gut. Wohnzimmer ist jetzt im anderen Zimmer drüben, das zeige ich euch gleich noch. Und jetzt starten wir mal. Das ist der Blick in unser Esszimmer, Schrägstrich auch Büro. Dieser Tisch hat eine lange Geschichte, die erzähle ich euch gleich. Das war ein bisschen ein Struggle, aber jetzt ist er finally da und ich finde ihn einfach so schön. Wir haben die Stühle dazu noch ausgetauscht. Wir hatten vorher Stühle mit Samt. Jetzt haben wir so ein bisschen leichtere, die kann ich euch auch noch verlinken. Die sind jetzt kein Brüller, würde ich sagen, von der Qualität, aber es ist genau der Look, den wir haben wollten. Ich habe einmal noch kurz die Stühle weggezogen, dass ihr die Form von dem Tisch besser seht. Genau, das sind unsere aktuellen Esszimmerstühle. Sie sind vom Design, würde ich behaupten, her leicht und nicht schwer, passend zu dem Esstisch. Aber ich sagte schon, es ist jetzt nicht die Hammerqualität. Ich glaube, dass es tatsächlich Outdoor-Stühle sind, weshalb das Kunststoff ist. Aber ich finde sie super genial, die passen toll rein und finde sie einfach schön. Die große Vase ist meine absolute Lieblingsvase in unserer Wohnung. Ich habe die, glaube ich, damals, das ist leider schon länger her, bei Westwing gefunden und kommt immer darauf an, im Winter hatte ich einfach ein paar Äste drin, was ich auch super, super schön finde. Und dann stelle ich meistens hier auch noch Blumen hin. Jetzt aktuell war mir ein bisschen nach Farbe, weshalb ich mich für dieses Bouquet entschieden habe. Diese Vase mit dem Gesicht ist von Jotex. Die machen auch wirklich richtig, richtig schöne Vasen. Also es sind teilweise eigene Kunstwerke, sage ich immer. Ich zeige euch gleich noch ein paar mehr Vasen von Jotex. Hier drunter kommt jetzt unser Meisterstück. Und zwar, oh Gott, das klebt. So, eine Schale, die wir im Lockdown selbst getöpfert haben. Dazu habe ich so eine Anleitung auf Instagram gefunden und ja, es ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendwie ist sie cool und ja, es erinnert an die Lockdown-Zeiten. Und ihr habt eben auch bei diesem Tylko-Regal die Möglichkeit, die Schubladen oder Verschlüsse verschieden anzuordnen. Ist eine Schublade quasi, Kabel, alles Mögliche drin. Aber man kann auch Türen quasi verwenden. Ihr wisst ja, wie sehr ich Reisen liebe. Paris, Cape Town, Milan, die Alpen. Ich hoffe, Cape Town sieht uns Ende des Jahres wieder. Dann haben wir hier noch eine weitere Vase, die ist auch von Jotex. Und wie ich schon sagte, das sind kleine Kunstwerke in sich. Also richtig, richtig schön. Dann habe ich das zum Geburtstag von Philipps Schwester bekommen. Life's a Beach. Auch mit so schönen Häusern und außergewöhnlichen Destinationen. Ich liebe das ab und zu in solchen Sachen zu blättern und ja, ein bisschen zu träumen. Genau, hier haben wir ein Bild von unserer Hochzeit, das ich habe drucken lassen und ich finde, das passt super, super gut zu dem gesamten Regal mit dem Schwarz-Weiß-Look. Davor meine portable und geliebte Louis Poulsen-Lampe. Die kann man laden und ich schleppe die überall hin. Manchmal steht sie in der Küche, manchmal hier auf dem Regal.
Ich finde die so schön. Ich hätte die gerne auch noch in der größeren Version. Und man muss einfach sagen, das ist ein traumhaftes Design-Piece. Ich liebe schöne Coffee-Table-Books. Und das hier ist ganz interessant. Ich fand das Cover einfach so schön. Ich liebe das Meer. Aber es ist wirklich nur die Hülle und drin ist es leer. Also es ist ein rein dekoratives Buch. Die findet man, glaube ich, bei Amazon. Ich schaue, ob ich sie in dem Video verlinken kann. Ja, aber ich finde es irgendwie traumhaft schön und das erinnert mich immer an das Meer und deswegen haben wir das hier da drunter. Ach Gott, da komme ich schon wieder ins Schwelgen, wenn ich das sehe. Italien. Das ist ein ganz, ganz tolles Fotobuch mit den schönsten Orten quasi und auch super vielen außergewöhnlichen Tipps. Lass mal zeigen, wie traumhaft schön es ist. Hier in der Ecke haben wir einen Beistelltisch von West Wing, den ich auch richtig schön finde. Und dazu eine Vase in Weiß, die glaube ich auch von West Wing ist. Hier nochmal ein Fotobuch, das habe ich von Verena zur Hochzeit bekommen. Und das sind tatsächlich die Kerzen von unserer Hochzeit. Dann haben wir noch diese Lampe, die ist auch von Jotex. Die gibt dem Ganzen so ein bisschen Retro-Vibe und wir haben ja so unglaublich schön hohe Decken, weshalb wir auch diese langen Vorhänge haben. Ja, hier habe ich immer meine aktuellen Lieblings-Vogue-Cover. Die stehen dann in der Schale, dass man die immer sieht. Das hier sind super coole Streichhölzer. Ich finde auch, dass es einen coolen Akzent gibt. Die Schale ist quasi auch von Jotex. Dann haben wir hier unseren Spiegel. Der wechselt auch gefühlt ständig seinen Ort. Aktuell steht er hier, weil das Licht hier immer sehr schön ist und ich euch dann mein Outfit zeigen kann. Das ist übrigens der Look von heute. Ich finde auch, man hat total oft die Illusion oder den Wunsch, wenn man neu in eine Wohnung zieht, dass am besten alles sofort gleich fertig ist. Und so wollte ich das auch. Und hatte dann vielleicht auch kurzzeitig das Gefühl, okay, jetzt ist es fertig, aber schon nach ein paar Wochen hat es immer wieder angefangen zu rattern und zu arbeiten. Wir haben überlegt, und ist die Raumaufteilung gut, die wir hier gemacht haben oder nicht. Und ich glaube, es braucht wirklich Zeit, bis man wirklich in einer Wohnung ankommt und in dieser Wohnung dann auch seinen Stil hat. Also ich finde, das ist gar nicht so einfach und Hut ab an alle, die das schaffen, die einziehen und sagen, so läuft das und so steht das und so ist gut. Ja, vielleicht entwickelt man sich auch mit seinen Möbeln und der Wohnung. Habe ich mir auch schon überlegt. Ich meine, wir hatten hier alles schwarz und mit Samt und so weiter und das kann ich jetzt gar nicht mehr sehen. Bin eher so, jetzt möchte ich alles hell. Wäre ungünstig, wenn ich demnächst alles grün möchte. Naja, wir werden sehen. Aber ich glaube, man muss sich einfach Zeit lassen und sich einleben und verstehen, wie die Wohnung irgendwie ist. Das hat ja auch alles seinen eigenen Vibe und dann ja, klappt das auch. Aber jetzt aktuell bin ich super happy und möchte hier nicht mehr weg. Nach dieser Couch werde ich so oft gefragt. Das ist die Lennon Couch von West Wing. Und ich sag euch, die braucht eigentlich nicht mal Kissen, weil sie wirklich an sich so super bequem ist. Viele fragen auch wegen der relativ niedrigen Rückenlehne, aber ich nutze die immer als Kissen und man sitzt wirklich gut drin. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Couchtisch, der hat diese Travertin-Optik. Darauf habe ich neben meiner großen schwarzen Vase meine zweite Lieblingsvase, das ist die Alto. Und die besteht aus zwei Teilen. Und egal, welche Blume drin ist, ich finde, die sieht immer unglaublich schön aus. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen coolen Hack. Und zwar haben wir hier ein Coffee Table Book, das zugleich ein Fotoalbum ist. Und ich habe hier die Fotos von unserer Hochzeit rein, die Polaroid-Bilder. Ja, finde ich einfach super schön. Oh, danach kommen auch noch unsere Mallorca-Bilder von meinem Junggesellenabschied.
Finde ich eine richtig, richtig schöne Idee. Coffee Table Books sind immer genial zum Dekorieren und hier Bilder drin zu haben, ist auch richtig schön. Ich werde auch so oft tatsächlich nach diesen Vorhängen gefragt. Ich muss die jetzt mal raussuchen. Die sind wirklich random zusammengesucht, einfach nur random auf Amazon. Und ich habe diese kleinen, na, wie soll man sagen, fast Körbe. Und da lagern wir alles drin. Und das ist eigentlich ganz praktisch und sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Hier haben wir noch unseren Barwagen. Der ist super alt. Ich glaube tatsächlich, der kommt auch in West Wing. Den gibt es aber nicht mehr. Jedenfalls habe ich ihn nicht mehr online gefunden. Diese Kommode liebe ich auch über alles. Das ist tatsächlich eine ganz einfache IKEA Malm und die hatten damals eine Sonderedition und deswegen gab es die in verspiegelt und ich kann die und möchte die nicht hergeben. Das Kunstwerk darüber habe ich im Lockdown gemalt. Das ist auf jeden Fall mit Strukturpaste und viel Weiß und Philly hat sich für Schwarz entschieden. So, jetzt habe ich euch hier ein bisschen rumgeführt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch mal gerne einen Kommentar da, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ob ihr gewisse andere Sachen sehen wollt. Seid frei, erzählt mir, was ihr euch wünschen würdet. Ich habe sehr viel Freude an diesem Projekt und mir macht YouTube aktuell sehr viel Spaß. Und deshalb geht es hier auch immer weiter. Tschüss!